So, jetzt reicht's mir hier. Jetzt wird's aber kriminell. Wir hauen jetzt jeden in die Fresse. Jeden. Alle Leute, die mir in den Weg kommen, kriegen ein paar in die Fresse. So, wir werden heute versuchen wieder... Need for Speed, genau. Es werden wir heute nicht versuchen. Also wir spielen das heute, Need for Speed. Aber wir werden heute natürlich versuchen, Heatstufe 3 zu schaffen und Heatstufe 5 zu schaffen. Und oh, okay, diesmal ist das Rennen hier oben. Ich suche gerade das Heatstufe. Heatstufe 3 Rennen. Dass ich mich ein bisschen orientiere. Da. Da ist es. Dass ich mich ein bisschen orientieren kann. Das heißt, das führt halt komplett in die andere Richtung, ne? Nee, ist doof, das Rennen. Ja, fangen wir mal mit denen an. Raziel hier. Ich wollte nur mal hören, ob alles okay ist. Wir haben einen Job zu erledigen. Schon vergessen? Ja, hab ich vergessen. Lass mich in Ruhe. Lass mich doch einmal in Ruhe, Mann. Außerdem fahre ich gerade. Ich kann nicht telefonieren. Ich kann mich nur auf eine Sache konzentrieren und dass ich fahre. Noch nicht mal das kann ich. Also bitte. Lassen Sie mich in Ruhe. Reden Sie nur mit mir. Muss auch mal gesagt werden. Ne, man kann nicht immer nur vor. Oh. Entschuldigung, da habe ich kurz auf mein Handy geguckt. Ja, das passiert halt, ne? So. Empfohlen 400. Gut. Das ist nicht so meine Leistung, Fahrzeugbewertung, aber ich glaube mal, ist machbar. Wenn nicht, schieben wir es einfach auf die anderen. Die sind dran schuld, dass sie mein Auto manipuliert. Mann, nee, das war ja bei Need for Speed Most Wanted, Entschuldigung. Aber vielleicht ist es ja bei dem BMW, bei dem 3er BMW so ein Running Gag, ne? Dass immer das Auto manipuliert wird. Entschuldigung. Ich weiß nicht, ob das so schlau war. Oh, danke für die Bande. Ich finde das so geil, wie das Auto immer abhebt. Problem ist, es bremst sich halt ein bisschen aus. Aua, ne, gut. So. Gucken wir mal, was der Schlingel da vorne macht. Alles klar. Oh, fuck, bin ich dumm. Oh, scheiße. Ich habe jetzt komplett nur auf den geachtet. Und null auf die Minimap. Ach Mann. Also das ist echt doof. Weil es hätte ein Sieg werden können. Ja gut, 24% erst. Also es kann noch ein Sieg werden. Ich lebe für die Gas. Was? Ich lebe für das Gas, oder was hat er gesagt? Was ist denn bei denen los? Ich meine, was habe ich damit zu tun, dass der Polizist da kaputt gegangen ist? Also bitte. Hat keiner gesagt, dass er das Rennen hier mitfahren soll, muss, kann, darf. Also was wir definitiv vergessen können, ist der erste Platz, aber... Jawohl. So kacke schlage ich mich eigentlich gar nicht, ne? Obwohl ich diesen Kackfehler da gebaut habe. Könnte das doch noch ziemlich knapp werden. Wir haben ja noch die Hälfte. Oh Mensch, Mädel. Kannst du nicht machen, wenn wir hier ein illegales Straßenrennen fahren. Das ist wirklich das erste Rennen, wo ich mich mega konzentrieren muss, ne?
weil ich das gewinnen will. Ah, die Beschleunigung von ihnen ist besser. Er beschleunigt besser. Aber vielleicht schaltet er auch einfach besser. Das kann natürlich auch sein. Scheiß Automatikgetriebe hier. Ja, ich glaube, wenn wir den einen Fehler nicht gemacht hätten, hätten wir den an der einen Kurve dann nämlich schon überholt. Und das wäre, glaube ich... Ich bin absolut bescheuert, ne? Wisst ihr das? Ich feiere das Rennen übel, ne? Ich würde es gerne nochmal fahren, aber es ist ja in der Nacht, das heißt, man müsste da wieder hinfahren. Ach man, das war jetzt ein dummer Fehler. Der zweite dumme Fehler. Mann! Na gut, den zweiten Platz. Ja gut, immerhin, oder? Hey, hallo. Was hast du hier für eine Beschleunigung? Mensch. Bleib mal schön hinter mir, ne? Da bist du gut aufgehoben. Ja gut, immerhin. Komm, immerhin haben wir... Das sieht irgendwie auch voll neu aus hier, ne? Danke. Obwohl, wir können natürlich jetzt auch erst einmal... Ne, warte mal. Wir können mal ein Rennen suchen, was zum... Moment. Das führt uns wieder komplett weg. Das geht sogar noch. Aber das ist, glaube ich, eher unten, ne? Warte mal, das ist bis hierhin. Ja... Ja doch, das können wir fahren. Das ist okay. Ja, aber das eine Rennen, was wir jetzt, ja, ich sage jetzt nicht unbedingt verkackt haben, aber was wir jetzt nicht so hammer gut gemeistert haben, das würde ich gerne dann in der nächsten Nacht nochmal fahren. Wir müssen natürlich jetzt auch gucken, dass wir jetzt endlich mal die Teile bekommen, ne? Weil, ich glaube, in der nächsten Folge kriegen wir den Nissan Skyline. Und eigentlich wollte ich dann nur noch mit dem Nissan fahren, aber irgendwie habe ich jetzt Blut geleckt. Ich würde gerne so 400 ja, leistungsstarke Rennen fahren. Da können wir dann ja auch mit dem Nissan, ne? Geht ja auch. Muss schon die Kurven fahren. Man kann einfach geradeaus fahren. Witzigerweise habe ich gerade gelenkt, aber wollte wieder nicht. Alter! Mädel! Oh, ich habe jetzt gerade echt mal überlegt zu bremsen. Hast du dir einen Unfall gebaut, ne? Idiot, ey. Nix kannst du. Da lässt du dich einmal auf Platz 1. Und dann hier passiert genau das. Ich wollte Ihnen das kurz zeigen, was dann passiert. Genau, und denen wollte ich das auch mal kurz zeigen. Das sind hier übrigens Fernsehantennen. Mhm.
bin heute echt auf der Höhe. Komm hier, wie kann man sich zurücksetzen? Scheiße. Ey, scheiße, wie kann ich mich jetzt... Ja, ich weiß, dass ich Checkpoint verpasst hab, Mann. Ich komme hier nicht mehr hoch. Aha, aha, aha. Ja. Mhm. Ich bin so scheiße, wie soll ich denn jetzt da hoch? Ich weiß gerade nicht mal, wie man... Kann man sich überhaupt hier zurücksetzen? Geht bestimmt, ne? Ich bin einfach nur zu dumm gerade dafür. Ja, gut. Das Rennen wird ein bisschen schwer jetzt auf Platz 1 zu meistern. Ich glaube mal, wird nichts mehr. Ich weiß nicht, wie ich da drauf komme, aber ich habe das Gefühl, das wird nichts mehr. Ist nur so ein kleines Gefühl von mir. Der erste ist 3 Kilometer von mir entfernt, ey. Und die Strecke geht bestimmt nur, jetzt nur noch 3 Kilometer von hier aus. Aber ich will halt auch mal gegen das System fahren, ja? Man muss ja nicht immer das machen, was hier vorgeschrieben wird. Man kann ja auch mal gegen das System sein. Man muss nicht immer das machen, was jeder hier eigentlich vorschreibt, ne? Langweilig. Ne, jeder. Ah, schade, ich dachte, ich kann mich so durchschlängeln. Kann das sein, dass sie irgendwas am Schadenmodell gemacht haben? Haben die da irgendwie einen Patch nachgelegt? Ich habe das Gefühl, man kriegt jetzt irgendwie kaum noch Schaden. Also für die Unfälle, die ich jetzt schon gebaut habe. Ein Vorteil hat mein Fail. Okay, eine Polizei, ne? Genau das wollte ich nämlich. So, warte mal, wo führt uns... Ah ne, das ist ja das große Rennen, ne? Das können wir fahren. Dann fahren wir das. Dann fahren wir doch das Rennen. Schade, dass man nie im Level weiter steigen kann, dass Level 50 wirklich Schluss ist. Und ich sag mal so, ich habe mir ja in Anführungszeichen ja wirklich Zeit gelassen. Sonst hätte ich ja viel schneller Level 50 erreicht. Ist ein bisschen mau, ist ein bisschen mickrig. So, Mutti. So, jetzt fahren wir zum Heatstufe 3 Rennen. Ja, und dann werden wir gucken, wie weit wir sind. Ne? Dann können wir aber schon mal langsam Richtung Heatstufe 5 Rennen fahren. Also, ne, wir können gucken, dass wir dann irgendwie so Rennen haben, die in die Richtung schon mal gehen. Mal gucken. Nee, bleib du mal hinten, mein Guter.
die habe ich jetzt absolut gar keinen Bock. Ja, super. Ey, Alter, willst du mich jetzt gerade verarschen? Da hinten kommt der Nächste. Wir haben hier keine laufende Verfolgung, wir haben ein laufendes Rennen. Ja. So, dann hier hin. Irgendwie nehme ich keinen Schaden. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie habe ich das Gefühl. Ich habe damit jetzt kein Problem, aber warte mal. Mach das gerade rum. Ich fahre jetzt mal hier. Es hat ja sowieso keiner mehr Sichtkontakt. Gut. Verstanden, Zentrale. Ich gebe die Verfolgung. Ich nehme Schaden. Gut. Hätte es vielleicht nicht unbedingt ausprobieren sollen, aber ja. Man muss auch mal ausprobieren, ne? Alles für die Wissenschaft. War jetzt nicht unbedingt so mein schlauster Zug, ne? Das gebe ich auch zu. Aber ich bin ja auch nicht schlau, deshalb, ne? Außerdem, wir haben ja eh noch 2 Reparaturen und 3 an der Tankstelle. Also insgesamt eh noch 5 Reparaturen. Also von daher alles noch. Ne, eine Reparatur haben wir noch. Haben wir 2. Ach so, ja, es macht ja Sinn. Ich habe mich vorhin einmal repariert, weil ich mich zurücksetzen wollte. Kann das sein? Ja, nee, ist klar, ne? Der baut einen Unfall und wegen den Idioten komme ich... Das ist der Hammer. Manchmal, ne? Manchmal hasse ich Menschen und NPCs. Danke, oh, das war eine schöne Bande jetzt. Einmal hupen für die Fans. Ja. Ey, nee, jetzt, oder? Nee. Ich wollte gerade sagen, ich streng den einen weg und dann will der mich überholen oder was? Wir sind hier nie bei Wünsch dir was. Aha. So, ich markiere jetzt einfach schon mal hier oben. Einfach nur, weil ich es kann. Alter. Habt ihr nichts zu tun oder so? Ja, wird in der Stadt hier nicht eingebrochen oder irgendwas? Ich habe irgendwie die Hoffnung, dass wir die mit Farskill... Oh! Fuck! Loswerden. Oder... Mit viel Luck. Ist ja auch fast Farskill, ne? Muss man ja dazu sagen. Ist halt Lucky Farskill. Kennt man halt, ne? Also ich muss definitiv jetzt ein bisschen aufpassen. Und ich muss gucken, wo haben wir denn... Okay, auf dem Weg haben wir jetzt einer.
einmal hier rum. Reparieren und warte mal. Wo ist denn die Rampe? Wo reicht das? Ja. Ach krass, haben wir überhaupt was dazu bekommen? Ich glaube nicht, ne? Hatten wir hier nicht oben irgendwo? Das haben wir schon. Aha. Na gut, wir fahren erstmal hier hoch. Warte mal, haben wir hier oben einen Rundkurs? Nee. Scheiße. Ey, wir haben hier nicht einen Rundkurs? Willst du mich verarschen, bitte? Jesus Christi. Ach nee. Hier muss doch irgendwo ein scheiß Rundkurs sein. Warte mal, hier. Auch nee. Aha, aha, aha. Ja, das ist kacke. Hey, wieso habe ich hier oben eigentlich ein Versteck? Ich brauche das sowas gar nicht, Mensch. Ich bin Profi. Man nennt mich aus ZS Cable. So, okay. Wir überlegen jetzt mal was. Oh, da drin ist scheiße. Das machen wir nie. Das ist noch beschissener, weil das ja... Das führt halt komplett raus, ne? Überall. Das wäre noch das Beste, weil da können wir wieder zurückfahren. Gut, dann nehmen wir halt das Rennen. Müsste das hier sein. Okay. Wieso können wir unser Wagen nicht wechseln? Das geht nicht, scheiße. Gut, dann... Wir versuchen es mal so. Natürlich jetzt ein bisschen doof, dass wir den Wagen nie wechseln können, aber ja gut. Ist halt so. An sich, wir müssen das Rennen ja nicht gewinnen, aber... Ne? Problem ist, der BMW driftet wie eine Kartoffel. Alter. Boah, wisst ihr, wie scheiße das ist, im Drift-Rennen Polizei zu haben? Weil man will ja auch die Punkte machen, das heißt, man wird die Polizei gar nicht los. Nie wirklich, aber okay, gut, vielleicht doch. Ja gut, das wird mit der Punktzahl nichts. Ich versuche wirklich in Twift zu bleiben, aber nee, wird nichts. Wichser, Entschuldigung.
Es ist mir eigentlich gerade schon ziemlich egal, ob wir jetzt Fehlschlag haben. Wir werden jetzt hier hinter uns die Rampe nehmen. Auch wenn man natürlich den jetzt wieder. Dann gehen wir vorbei. Ich hab Termine. Danke. Alter, rammt er mich von hinten? Ist der eine Macke? Okay, es hat glaube ich nicht so, so einen Effekt gehabt, wie ich mir das vorgestellt habe. Oder vielleicht auch doch. Okay. Ja, die Polizei ist, die ist. Oh fuck. Warte mal. Komm hier links. Als ob da jetzt ein Polizist wirklich reinfährt. Ey, der hat doch eine Macke, der Typ. Ja, jetzt kommt wieder mein Liebling. Okay. Wie lang fährt er jetzt? Okay, der fährt so lang. Habt ihr den Wagen überhaupt ernsthaft verfolgt? Bestanden, stelle die Verfolgung ein. Nee, okay, hier kommen wir nicht hoch, okay. Gut, dann fahren wir den einfach jetzt im Schritttempo hinterher. Ja, Schritttempo ist bei mir 100. Oh, der fährt jetzt nicht wirklich den ganzen Berg hier hoch. Willst du mich verarschen, ey, Mutti? Ich kann ja noch nicht mal die Drift-Challenge hier machen, weil geht nicht. Traue ich mich nicht. Warum kommt der auf die scheiß Idee, den ganzen Berg hochzufahren? Kann das mir irgendjemand mal sagen? Weil er mich ärgern will, ich weiß. Ich dachte, der fährt jetzt links. Was macht der? Er fährt groß raus. Scheiße. Das war jetzt dumm von mir, aber gut. Ich habe halt Angst, dass er jetzt einfach mitten auf der Strecke umdreht. Das machen die auch ganz gerne mal. Und der hat hier scheinbar eingerammt. Der hat keinen Bock gehabt, weiterzufahren. Keinen Bock? Dann ramme ich ihn einfach nochmal. Ich hatte jetzt ein bisschen mehr Bock. Oh, okay. Ich hasse das, wenn so viele Zeichen drin sind. Warte mal. Scheint aber gerade alles frei zu sein. Okay. So weit, so gut. Sind schon weit gekommen. Ne? Jetzt müssen wir das Rennen halt noch beenden. Logischerweise. Kann ich nicht einfach hier hochfahren? Oh, machen wir so. Okay, wir müssen das Rennen natürlich beenden und ja, nach Hause kommen, logischerweise. Lebend, ohne Handschellen. Okay, anstrengend, Jungs, Mädels und Autos. Und Kameras. Hier, bitte, alles für die Show. Eigentlich wollte ich, warte mal.
Was? Ja. Dann egal. Leck mich. Das ist immer schon, wenn IE rumbackt, ey. Meine Herren. Ich wollte ein Thumbnail machen, Mann. Alle für die Show. Wir sind halt immer bei solchen Rennen nie, ob man Erster unbedingt sein muss, um ein besseres Teil zu bekommen. Aber ich denke jetzt einfach mal rein logisch, ja, das muss man. Ja, wäre nett, wenn du mich mal... Alter, geh mir nicht auf den Sack. Och, ey, nee. Ich habe nicht Kontakt zu dem Wagen aus einer mittleren Verfolgung. Bin wieder an ihm dran. Sehr gut. Wir haben nämlich die Verfolgung unserer früheren Vierperson wieder aufgenommen. Hängt euch dran. Okay, hier müssen wir ein bisschen Gas geben. 7-10 ist jetzt am Einsatzort. Wir rammen die Zielperson jetzt von der Straße. Ihr macht gar nichts. Das ist, was hältst du denn davon? Geh nach Hause. Bin ich gerade durch ein Auto gefahren? Okay, ich glaube schon, ja. Es wird Zeit, Eingang höher zu schalten. Aufgerüstete Einheit schließt sich der Verfolgung an. Ja, eins, sonst geht der Sprit aus. Wir müssen die Verfolgung vorerst aufgeben. Hat er, oh boah, ich dachte jetzt gerade wirklich, der Checkpoint hat nie gezählt, ne? Hatte ich jetzt gerade ein bisschen Angst, aber zum Glück. Zum Glück, er hat gezählt. Okay. So. Okay. Ich habe ja gesehen, warte mal. Hier oben haben wir ja eine Garage. Wieso ist sie jetzt nicht da? Reicht das schon? Nochmal. Oh nee, Polizist! Bitte nicht! Bitte nicht! Bitte nicht! Ach, scheiße! Das hätte so gut werden können, ne? Solche Nervensägen, ey, ohne Mist. Wir sind jetzt bereit, das Zielfahrzeug auszuschalten. Hey, Zentrale, wir bräuchten hier umgehend einen Heli in der Luft. Ich hab den Heli losgeschickt, um euch bei der Verfolgung zu unterstützen. Wir sind jetzt am Einsatzort, Zentrale. Alles noch gut? Auto sieht demolierter aus, als es ist. Also alles noch im grünen Bereich. Versucht die irgendwie in der Arena loszuwerden. Oh fuck, jetzt hab ich gefressen. Jetzt habe ich richtig gefressen.
Das war nie wirklich geplant. Okay, Hier oben herrschen katastrophale Sichtverhältnisse, Zentrale. Wir müssen landen und den Einsatz abbrechen. Nee. Fuck, hinter mir! Vor mir! Oh, hoch! Irgendwas! Scheiße! Egal, fahren jetzt hier lang weiter. Alles gut, fällt auch nie auf, dass hier Sachen umfliegen. Ich bin gar nicht da. Witz jetzt, oder? Okay, danke. Boah, Alter, ich hätte das Spiel deinstalliert. Na, jetzt mal ohne Spaß, ey. Stellt euch mal vor, ich wäre da jetzt nicht mehr weggekommen. Weiter. Jawoll! Jawoll! Oh, geil! Gute Nacht. Also nicht gute Nacht, ich gehe jetzt schlafen, sondern es war eine gute Nacht. Also man kann nicht meckern. Oh ja. Ach, das tut gut. Nee, das tut echt gut. Ja. Unsere neuen Teile. Sieh sie dir mal an. Einmal hier. Nee, warte mal. Nee, ist ein bisschen jetzt, hä? Doppelturbolader? Der müsste neu sein hier. Das war's? Hä? Wir haben doch eigentlich zwei Teile jetzt bekommen, oder? Oh nee, oder? Sagt jetzt nicht, es war einmal der... Nee, den Turbolader hatten wir doch schon. Gut, das werden wir dann in der nächsten Nacht, also in 2 Wochen, wieder klären. Bis dahin, haut rein und tschüss!